Werner von Braun ist gestorben. Wie erst heute bekannt wurde, erlag von Braun am Donnerstag in einem Krankenhaus bei Washington seinen schweren Krebsleiden. Der Pionier der bemannten Weltraumfahrt ist 65 Jahre alt geworden. Mit dem Namen Werner von Braun sind zwei Dinge unauflöslich verbunden. Das eine ist der Bau der 110 Meter hohen Saturn-5-Rakete, der gewagtesten Maschine, die jemals Menschen geschaffen haben. Das andere ist die mit dieser Rakete ermöglichte Mondlandung. Am 21. Juli 1969 setzte der Amerikaner Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond und sprach das Wort: Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gigantischer Schritt für die Menschheit. Nach der Rückkehr der Apollo 11-Astronauten feierten die Amerikaner den Deutschen begeistert, der für sie die Mondlandung ermöglicht und damit zugleich der Sowjetunion den Vorsprung im Kosmos wieder entrissen hatte. Als 25-Jähriger leitete Werner von Braun im deutschen Raketenversuchsgelände Peenemünde die Projekte, die zur Verwendung der V-1 und V-2-Waffen gegen Großbritannien führten. Bei Kriegsende wurden er und 130 Mitarbeiter in die USA geholt. Von Brauns große Stunde schlug, als John F. Kennedy das Mondprogramm ausrief und er Konstrukteur der Mondrakete wurde. Sein größter Wunsch, spätestens 1980 selbst im Mondstaub spazieren zu gehen, erfüllte sich nicht. Haben Sie persönlich manchmal auch den Wunsch, die Sehnsucht, in den Weltraum zu fliegen? Oder genügt es Ihnen als Wissenschaftler, die Sache zu leiten? Nee, ich bin durchaus, als ich jünger war, hatte ich immer die Hoffnung, mal selber zum Mond fliegen zu können. Jetzt kann ich höchstens erwarten, dass ich als älterer Herr vielleicht nochmal auf diesem wiederverwendbaren Raumtransporter als Passagier hinten drin einen Sitz kriegen kann.